die Schrebergärten immer öfter Neubauten Platz machen. Wie geht man als Hobbygärtner denn mit so einer existenziellen Bedrohung um? Früher hat der Schrebergarten Bünd geheissen und ist im Ursprung ein privater Zaun- und Pflanzplatz nicht wahr. Und das Privat, das nehmen wir uns auch heute noch zu Herzen. In so einem privaten Stück Natur steckt darum viel Fleiss und Herzblut. Da ist es dann auch nur verständlich, dass die Leute nicht gerne gestört werden. Besonders nicht von Menschen, die ihrem schönsten Hobby ein Ende setzen möchten. Stefan, wir reden gerade weiter, kommen jetzt aber noch zum ersten Musikwunsch. Und zwar wünscht sich Judith Träumli von den Bossbuben und grüßt mich ganz allein ihre Schwester Andrea. Bleibt dran, es bleibt spannend. Wir tauchen nachher gerade in die geheimnisvolle Welt der Schrebergärten oder eben Bühne. Hey Pedro! Hey! Alles klar? Tut er ben? Sehr schön. Ich tue noch ein Kulisch. Und dann will ich jetzt wieder. No, ab morgen. Mami, darf ich so langsam wieder? Noah? Nein, 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 nein! Das langt nicht. Noah, schau! Ja, Entschuldigung, ich habe da gerade etwas. Ich brauche das ganze Areal! Ich da schneide mit dem Saug auf den Weg ab. Los! Jetzt habe ich die Büschli. Verdammte Hühnerstelle. Hey, Kleiner! Suchst du was? So gefunden. Du gibst mir jetzt die Drohne zurück, du Lausbub. Die Drohne bleibt, wo sie ist. Sie und ihre Drohne haben da nichts verloren. Das ist Privatgrund. Schaub. Armin Schaub. Schaub Immobilien. Freut mich. Es wird Zeit, das Potenzial dieser Parzelle auszunutzen. Unser Investment ist auf nachhaltige Urbanisierung angelegt. Die ganze Stadt soll profitieren. Ein paar schicke Wohnungen, ein paar Läden. Ein bisschen Urban Gardening auf dem Rooftop. He? Rendite statt Renten. Verstehen Sie? Nein. Was nein? Plötzlich stoßt im Urwald du, im dicken, höheren Busch. Da kommt ein Menschenfresser raus und wollt die Schnappe husch. Du laufst so schnell, als laufen kannst, über Stock und Stein. Jetzt liegst du plötzlich in deinem Bett, erwachst mit lautem Schrein. Sie ist ja nur ein kleines Träumli gsi. Ja, doch so schnell vorbei. Es ist ja nur ein kleines Träumli gsi. Pedro, es gibt Essen.
das Träumlich sein. Träumlich sind wir ja doch so schön. Das ist ja nur das Gliesers Träumlich sein. Sieh ja nur das Gliesers Träumlich sein. So, das Träumli hätten wir auch überlebt. Und damit zurück zum Stefan Hösi, die geheimnisvolle Welt der Schrebergärten. Stefan, wie sieht denn so ein Alltag aus von einem Hobbygärtner? Ja, man ist halt im Garten, baut an, was man will, tut grillieren und... Stefan, was wird denn so grilliert? Ja, alles, was man so in die Finger bekommt. Stefan, ganz lustig, wir sind gerade wieder zurück...